Es war der schwerste Angriff, der die Vogtlandmetropole in der Nacht vom 10. zum 11. April in Schutt und Asche legte. Hunderte Menschen kamen dabei ums Leben. An die Opfer des wohl dunkelsten Tages der Stadt wird seit vielen Jahren mit einer Kranzniederlegung auf dem Hauptfriedhof gedacht. Es war 45, die unsere Stadt in Schutt und Asche gelegt hat, haben 14 Angriffe insgesamt. Viele der Anwesenden haben die 14 Angriffe englischer und US-amerikanischer Bombereinheiten überlebt. Darunter auch Irmgard Reinicke, 1945 Mutter eines 6 Monate alten Sohnes. Sie selbst ist Tochter eines Plauner Bäckers. Wir haben dann aufgerufen, schnell, schnell, morgens wird es wieder Alarm. Und von einem Mühlgraben hinter der Straße, da war die Zöbisch-Fabrik. Die ging es in den Keller. Aber ebenerdig, nicht im Keller, nein. Wie ein runder Raum, richtig rund und gewölbt um. Und auch keine Tiere dran oder was, so frei. Und da waren alles so kleine, einfache Bänke drin gestanden. Da haben wir uns mit hingesetzt. Wir hatten noch eine Decke mit. Mein Papa, ich, die Tasche hier drüber mit dem Kleinen drinnen und die Decke drüber. Dann ging das los, die Bomben. Das Wummern kann man nicht wiedergeben. Und so haben die Ohren wehgetan wie sonst was. Da ist doch drüber Felsen. Und scheinbar geht der Felsen bis nach zur Strausberger Straße. Ich habe zu meinem Böbel so leise gesagt, unter der Decke. Ich habe gesagt, Böbel, wenn dies vorne das Haus trifft und es stürzt ein, kommen wir hier nimmer raus. Es war hier kein Tier dran. Also, mir wäre alles verschädigt gewesen. Ne? Also, und es hat lange gedauert, das Wimmern. Da hat er gesagt, heute werden wir draußen nichts mehr vorfinden. Ne? Ne? Dann wird 3/4 Stunde, ich kann es nicht genau sagen, wie wir nicht dann wieder kommen, wir tatsächlich raus. Heuer. Wir sind vor wieder in den Mühlgraben, trocken der Straße vorzu, hat er gesagt, ob wir heute noch ein stehendes Haus haben. Und unser Haus stand noch. Also wir hatten dort ein Glück, das ist gar nicht zu sagen. Günther Hager war damals 7 Jahre alt. Er erlebte die Geschehnisse aus Sicht eines Kindes. Ja, das war so eine Art Suche nach sicheren Orten während der Bombardierung auf Plauen. Bei den ersten Angriffen, die von den Amerikanern und Engländern geflogen wurden, stand man noch im Hof als Kind und haben zum Himmel geguckt bei strahlendem Sonnenschein und haben die Flugzeuge gezählt. Und dann urplötzlich kam ein riesiger Knall. Und dann ging es in den hauseigenen Luftschutzkeller. Das war dann aber auch nicht mehr so das Richtige, weil Onkel von mir, der war auf Heimaturlaub, gerade wieder bei so einem Bombenalarm. Und da habe ich gesagt, in den Keller gehe ich nicht, wir gehen ins Freie. Und dann sind wir hier rüber in Reusaer Wald, oberhalb vom Reusaer Waldhaus und haben uns während dieser Zeit des Angriffs auf Plauen im Wald aufgehalten. Ja, das ist ja wie Film erleben pur. Das ist mit viel lauten Geräuschen verbunden gewesen. Für mich als Kind war es ja Abenteuer. Aber im Nachgang, wenn man sich das überlegt, war es ein bisschen gefährlich gewesen. Man hat zwar die Einschläge der Bomben und Granaten gehört, man hat die Flieger gehört, man hat sie auch gesehen. Aber sicher war man im Reusaer Wald nicht. Der schwerste Angriff auf Plauen in der einen Nacht vom 10. zum 11. April forderte über 900 Todesopfer. Irmgard Reinicke verlor in dieser Bombennacht fast ihre gesamte Familie. Abend klopft ans Fenster. Frau, ich mach das Fenster auf. Ich warte den Angriff draußen. Hat sie gesagt,
Da ist der Straßenschiedsvielleicht als Höchster in Hördebrunn, wohnen da, in der Lange Straße. Mein Bruder, denke ich mal. Hat sie gesagt, komm morgen Abend wieder und sag ihnen Bescheid. Und ich hebe ihnen einen Bruder vor auf. Ne? Ja, die kommen auch wirklich am nächsten Tag. Und dann gesagt, da drinnen sind 17 Tote in dem Haus. Ne? Ja, wann sind wir da hin? Lang die hin. 17 Tote. Jetzt sind wir hin. In ihren Zeich eingewickelt, nicht abgedeckt oder was. Wie sie unten nur kaputt gegangen sind. Da hat der ersten, zweiten aufgedeckt. Wir haben ja nicht alle gekannt von dem Haus. Aufgedeckt, der eine, Dortmunder Siegfried. Aber das war von meiner Schwägerin, ihrer Schwester. Also umgekommen ist mein Bruder, die Frau, die fünf Kinder. Von meiner Schwägerin, die Schwester, und der ihr Mutter, die Schwester, und der ihr 16-jähriger Sohn. Wir haben sie ja alle gekannt. Und jetzt vergisst man sein Leben doch nicht. Im Gedächtnis der überlebenden Zeitzeugen wird diese schreckliche Zeit immer eingebrannt bleiben. Und trotzdem neigt Geschichte dazu, vergessen zu werden. Gerd Naumann beschäftigt sich seit vielen Jahren im Rahmen seiner Tätigkeit im Vogtlandmuseum mit der Geschichte Plauens, so auch mit den Bombenangriffen. Jetzt, 65 Jahre später, fügt sich wieder ein neues Puzzleteil in die Geschichte ein. Es gibt insbesondere seit einem Jahr die Kenntnis englischer Dokumente aus den Archiven der Royal Air Force, mit denen sich die drei Nachtangriffe der Royal Air Force belegen lassen. Und wirklich neu ist ein Detail, dass diese drei Nachtangriffe in einen Zusammenhang gesehen werden müssen. Der erste Nachtangriff, der nur von wenigen Moskito-Schnellbombern geflogen wurde, beinhaltete auch ein uns nicht näher bekanntes Experiment. Man hat also Flugmanöver über Plauen durchgeführt, die mit Sicherheits-, mit Funkmesstechnik zu tun hatten. Das heißt, die Engländer haben auch über Plauen ihre neuesten Navigationsmittel ausprobiert. Das galt für das sogenannte Oboe-Navigationssystem oder auch für das G-System. Und sicherlich ist in der eine Nacht ausprobiert worden, wie man einen Zielpunkt in Plauen navigatorisch ganz exakt festlegt. Zeitzeugen wie Irmgard Reinicke, Günter Hager und viele andere sind wichtig für die Aufarbeitung der Plauener Geschichte. Doch es gilt, ihr Wissen zu sammeln und auch für spätere Generationen zu bewahren und vielleicht auch zu mahnen. Ja, diese Aufgabe ist ganz enorm wichtig. Sie hätte viel eher in Angriff genommen werden müssen, als es noch sehr viele Zeitzeugen mit ganz präzisen Erinnerungen gab. Es ist aus verschiedenen Gründen dazu nicht gekommen. Es gibt Beispiele, eines davon werde ich in der Sonderausstellung auch dokumentieren, dass ehemalige Angehörige der amerikanischen Luftstreitkräfte ihre Erlebnisse nach 1945 also nicht verarbeiten konnten. Sie sind regelrecht krank geworden über ihr eigenes Vorgehen im Zweiten Weltkrieg, sich hingesetzt, eines Morgens den Entschluss gefasst, ich schreibe jetzt einen offenen Brief. Und er hat am Ende des Schreibens dringend darum gebeten, um seines Seelenfriedens willen, dass ihm die Stadt antwortet. Diese Dokumente sind überliefert und ich werde sie den Plaunern zeigen können. Ab 9. Mai wird es eine Ausstellung im Plauener Vogtlandmuseum zur Bombennacht geben. Denn Geschichte darf nicht in Vergessenheit geraten.